Der Pokémon Defender has locked on. Ja, ich will direkt mal zu Beginn sagen, dass ich überhaupt keinen, also es ist kein, Pokémon ist nichts, was mir persönlich super wichtig ist und wo ich emotional werde oder so. Ich habe schon ganz früh nach der Kindheit irgendwann aufgehört damit und bin einfach nur später mal für ein paar Teile wieder reingekommen. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie verblendet oder sonst was, wenn ich versuche, so ein bisschen darüber zu sprechen. Aber was mir jetzt einfach schon beim wiederholten Male aufgefallen ist, jetzt nachdem der letzte Trailer zu Pokémon Legends Arceus, I guess, rausgekommen ist, dass ich es nicht wirklich gut finde auf die Art und Weise, wie teilweise darüber gesprochen wird und das auch mit so einem Antagonismus gegen gerade den Entwicklern gegenüber. Und ich glaube, da ist es auch ein bisschen, es ist halt leicht, diesen Trailer anzusehen und dann zu gucken, wie das Ganze aussieht und dann zu gucken, wie andere Spiele aussehen und dann zu sagen, hey, Pokémon ist das größte Media-Franchise aller Zeiten. Warum sieht das nicht so aus wie die anderen Spiele? Und warum sieht das nicht auch so aus wie die Pokémon-Spiele anderer Firmen, wie zum Beispiel New Pokémon Snap von Bandai Namco? So, wenn die das doch irgendwie können, als einfach so ein, ja, normaler Third-Party-Publisher, dann sollte das doch auch wohl Game Freak irgendwie hinbekommen. Und das ist ein Argument, was glaube ich, sehr leicht zu verstehen ist. Oder es ist ein Argument, was sofort logisch erscheint. Und trotzdem finde ich, es wollte ich nochmal so ein bisschen die ganze Situation, so gut es geht, irgendwie aufrollen, weil die Schwierigkeit ist, wir wissen es nicht. Und da ist es immer ganz gefährlich, irgendwelche Verallgemeinerungen zu machen, die dann von allen vielleicht Leute angreifen oder in den Positionen sind, die sich wohl möglich seit Jahren den Arsch abarbeiten und dann den kompletten Hate abbekommen. Deswegen, ich will nicht dagegen sprechen, das Spiel zu kritisieren, wie es aussieht oder was es irgendwie zeigt oder dass sich Pokémon zu wenig irgendwie weiterentwickelt hat. Ich finde es nur ein bisschen seltsam irgendwie, dass das gerade in den letzten Jahren irgendwie so kam, gerade zu dem Zeitpunkt, wo es irgendwie mehr in eine 3D-Richtung gehen sollte, wenn sich die Spiele auch schon davor, ehrlich gesagt, jetzt nie so krass weiterentwickelt haben, sondern immer ihre Standardformel hatten, die sie genommen haben und haben so ein bisschen was draufgepackt und dann die Grafik irgendwie angepasst. So, ich sehe Pokémon als eine ähnliche Serie wie Dragon Quest beispielsweise, wo auch die grundlegenden Mechaniken nicht wirklich viel verändert werden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vor allem eben immer mehr um den grafischen Aspekt geht und nicht wirklich um die spielerischen Sachen. Also das will ich jetzt Leuten nicht vorwerfen, aber zumindest ist es so ein bisschen das Gefühl, was ich bekomme, weil seitdem wir in die 3D-Ära gegangen sind, wurden diese Argumente immer und immer deutlicher, auch wenn es eigentlich vorher hätte schon, also wenn es vorher schon irgendwie kommen müssen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, nur mal um das mal irgendwie so aufzudröseln, ein bisschen da reinzugehen. Ich habe mich mal versucht, etwas mehr reinzuarbeiten und zu gucken, wie die Strukturen aussehen. Und das ist relativ schwer. Allgemein kann man sagen, dass natürlich also Pokémon ist das größte Media-Franchise. Es gibt nichts, was größer ist. Darunter ist die Firma, die Hello Kitty macht, und darunter ist tatsächlich Winnie Pooh. Also so klar, natürlich Disney macht allgemein wesentlich mehr Geld als die Pokémon Company, aber es geht halt um ein IP-Media-Franchise an sich. Und da ist Pokémon eben das Größte, was natürlich auch an Merchandise liegt. Also die Spiele nehmen zwar gemessen daran, dass es so gigantisch ist, trotzdem immer noch man sieht zumindest den Anteil auf dem Balken. So bei den meisten Franchises ist es so, du hast den Anteil von Merchandise und alles andere erkennst du gar nicht mehr. So, das heißt, die Spiele sind zwar schon immer noch relevant, aber das Größte ist einfach das Merchandise dabei. Und das ganze Pokémon Company hatte sich entwickelt, also es ist scheinbar immer noch so, dass es drei Firmen gibt, die komplette gleiche Anteile an dieser Firma haben, und das ist ein Nintendo, Game Freak und Creatures. Und das Ganze entstand eben so, dass natürlich Game Freak das Pokémon damals in den 90ern für Nintendo entwickelt hat, also beziehungsweise mit der Hilfe von Nintendo auch so ein bisschen entwickelt hat, also dass auch gerade Miyamoto derjenige war, der nochmal so geholfen hat, das Projekt bei Nintendo so ein bisschen, ne, populär zu machen und denen eben auch zu helfen. Ganz berühmt ist ja auch, dass dann Satoru Iwata, der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht direkt bei Nintendo war, sondern bei HAL Laboratory, dass der ja geholfen hat, die Größe der Spiele von Gold und Silber so stark zu komprimieren, dass eben noch die komplette Kanto-Region draufgepasst hat. Und nach dem Erfolg
Erfolg davon gab es natürlich, weil es eben auch so etwas Vermarktbares ist, sehr viele Anfragen von Firmen aus der ganzen Welt. Wir wollen damit irgendwie Plushies machen und irgendwelche Filme und sonstigen Media-Franchise einfach komplett da draus. Und um das Ganze besser handhaben zu können, weil es eben gemerkt haben, okay, das wird hier, da hat sich vorher eine Person drum gekümmert, das wird hier ein bisschen schwerer, hat man sich eben diese drei Firmen dann zusammengesucht und das Ganze aufgeteilt. Dass Game Freak sich wirklich um die Entwicklung der Pokémon-Reihe kümmert und auch nochmal so ein bisschen bei den anderen Titeln so aushilft oder drüber guckt. Dass Nintendo sich natürlich dann auch um das Publishing hauptsächlich davon dann kümmert. Und der Teil, der so ein bisschen das Ominöse davon ist, dass eben Creatures, die dafür zuständig sind für die komplette Vermarktung. Also die sind auch zuständig für Trading Card, für ne, was wie das dann an die Anime-Produktion dann weitergegeben wird. Also eigentlich den Teil, der wirklich das Geld einbringt. Das ist der Part von Creatures. Und der CEO, also der frühere CEO von Creatures, ist auch momentan der CEO von The Pokémon Company. Und er ist auch Producer von den Pokémon-Spielen. Und Creatures sind übrigens auch, die helfen in der Entwicklung Game Freak aus. Also Game Freak sind zwar, die übernehmen zwar die leitende Entwicklung, aber Creature hilft da eben aus. Das heißt, wenn du so ein Kernteam von Game Freak mit irgendwie 100 noch was Leuten hast. Pokémon wird nicht einfach nur von diesen 150, 60 Leuten gemacht, sondern da hängen natürlich noch weitere Leute da, die für Assets und alles andere dann noch zuständig sind. Ne? Also bei einem Spiel, wo, keine Ahnung, bei was sind wir jetzt mittlerweile? 900 Viechern oder so jetzt mit der Edition, was vollkommen absurd ist. Ne? So, das heißt, diese Aufteilung haben wir. Und ich habe wirklich mal versucht nachzugucken und bitte korrigiert mich, wenn ihr da richtige Quellen für habt, aber es war für mich nicht ersichtlich, was wirklich die Struktur ist. Weil klar, man kann sagen, okay, alle drei Firmen haben den gleichen Anteil an The Pokémon Company, aber es scheint doch schon eine starke Ausrichtung zu geben und wahrscheinlich auch ist es für mich irgendwie ein bisschen logischer, wenn die Ausrichtung von der Seite kommt, die am meisten über die IP an solche, also wie sie eben auf der Welt vermarktet wird, die Führung davon übernimmt. Und für die ist es wichtig, dass neue Pokémon kreiert werden. So, die Spiele sind zwar auch profitabel und bringen Geld ein, aber sie sind hauptsächlich ein Vehikel, um neue Pokémon zu produzieren, die dann, naja, so ein bisschen jetzt in die Trading Cards, die hatten jetzt zwar nochmal ein großes Revival letztes Jahr, aber im Anteil des gesamten Media-Franchises sind die auch relativ klein, aber trotzdem, man braucht eben die neuen Pokémon, um sie bekannt zu machen, um sie im Anime zu zeigen, um sie in Filmen zu zeigen und sie dann in dem Merchandise zu verkaufen. Also Pokémon hat ja komplette Stores auch und sonstigen Kram und dafür braucht man die neuen Pokémon, um dann auch teilweise zu sehen, was so die populären sind, wie man die am besten vermarkten kann und das muss, um das Ganze natürlich dann aufrechtzuerhalten oder am stärksten profitabel zu machen, muss dann eben in einem gewissen Zyklus diese neuen Spiele rauskommen. Und das ist ja ein bestimmter Zyklus, den wir hier haben. Also wenn wir jetzt angucken, die Zeit zwischen Schwert und Schild und dem neuen Spiel waren dann ein bisschen knapp über 2 Jahre, was eben absurd ist, wenn man sich dann überlegt, was das irgendwie eigentlich für ein Projekt sein soll, wenn da noch neue Mechaniken hinzukommen sollen. Also ne, wir haben ja, wenn man das mal mit anderen Franchises vergleicht, also selbst für ein fucking Call of Duty oder ein Assassin's Creed, haben die Studios im Schnitt 3 Jahre Zeit, teilweise waren es sogar 3 bis 4 Jahre und da arbeiten dann noch mehr Leute daran, die ganzen Assets kreieren und es ist nicht mal so, dass da noch irgendwie alte Systeme mitgenommen werden, so sie können einfach da was Neues machen und dann vielleicht ein paar Assets übernehmen, aber es muss nicht diese komplette Legacy jedes Mal mitgeschleppt werden, jedes Mal vielleicht noch irgendwie geupdatet werden, während du an den Spielen arbeitest. Und da finde ich nämlich, ist es sehr schwer zu sagen, okay, ihr habt so viel Geld, dann macht doch da mal bessere Spiele draus, weil A, wir haben eben kein, es liegt wahrscheinlich nicht an Game Freak zu sagen, was die Budgets sind. So, das wird von der Pokémon Company entschieden und wenn da die Führung vielleicht dann Creatures hat und die sagen, ja, reicht doch vollkommen aus, hat doch die ganze Zeit funktioniert, hier ist das Budget, was ihr dafür habt, okay, gut. Ist dann schwer zu sagen, ja, ballert einfach ein bisschen mehr Geld rein, Game Freak. Also wenn sollte die Kritik dann an die Pokémon Company als solche gerichtet werden und eben vor allem nicht an die Entwickler. Und dann auch, was ich jetzt schon gehört habe, irgendwie zu sagen, die Entwickler wollen sich nicht weiterentwickeln, sie wollen sich nicht irgendwie neuen Tools öffnen oder sonstigen Sache. Wo ist der Beweis dafür? Also das wirkt so fast schon irgendwie aggressiv, wenn man die Situation der Leute nicht bekennt. Denn das ist nicht, wenn du in so einem Zyklus drin bist, in so einer Maschine, wo in einem bestimmten Ablauf die ganze Zeit neue Spiele produziert werden müssen und Druck herrscht, das bestehende, also die bestehenden Pokémon zu updaten, mit rüberzunehmen,
dann noch neue Pokémon zu kreieren, dafür die Assets zu machen, dafür die Animation zu machen, dann noch irgendwie das Kampfsystem vielleicht zu überarbeiten, die Handlung da reinbringen, die Welt reinbringen, die ganzen Aspekte, Multiplayer, wie bringen wir die alten Sachen wie mit rein. Alles hat einen Apparatus, der laufen muss, und in den jetzt reinzukommen und zu sagen, ja okay, dann updatet doch einfach eure ganzen Vorgänge, updatet doch eure ganzen Mitarbeiter, trainiert sie doch mal richtig, dass sie mit 3D irgendwie besser umgehen können, weil ja, das ist garantiert ein Problem, dass Game Freak hauptsächlich Experten gerade früher für 2D-Sprites hatte und dann sehr spät erst zu einer 3D-Umgebung gewechselt ist, die natürlich auch noch relativ simpel war auf den ersten Pokémon-Spielen auf dem 3DS dann. Und dann jetzt zu sagen, okay, wir wechseln jetzt von, wir haben hauptsächlich jahrelang nur Sprites gemacht, haben dann sehr low-poly 3D gemacht auf dem 3DS und gehen jetzt von dem Punkt, springen wir so direkt in die HD späte 360-Ära irgendwie sofort rein, finde ich auf jeden Fall ein bisschen schwer, das zu machen, während man die kompletten Arbeitsprozesse irgendwie etabliert hat, und da dann irgendwie zu versuchen, das komplette Team zu updaten, neues Wissen zu schaffen, weil es geht nicht beides gleichzeitig, beziehungsweise ist eine Managementaufgabe, von der ich auch nicht wüsste, wie das irgendwie zu bewerkstelligen ist. Sodass das Beste, was gemacht werden sollte, ist tatsächlich eigentlich das, was andere Firmen dann teilweise machen, die Teams zu separieren und zu sagen, okay, wir wissen jetzt, in der Zukunft wollen wir so ein 3D-Pokémon haben. Das heißt, ihr koppelt euch jetzt ab, wir gründen vielleicht ein neues Team dabei und holen neue Leute rein, die auch schon Erfahrung in 3D haben. Die bringen euch das dann vielleicht so ein bisschen bei, und wir geben euch die Zeit, das dann im Hintergrund zu entwickeln, während die anderen Mitarbeiter an dem normalen Pokémon dran arbeiten, was dann vielleicht noch ein bisschen altbackener ist oder so. Könnte man vielleicht so machen, weiß ich aber auch nicht. Ich stecke nicht in den Strukturen drin, ich kenne nicht die Abläufe, ich kenne nicht die Verträge, ich kenne nicht die Leute, die in den Spitzenpositionen sind, was die irgendwie vorhaben, was die irgendwie blockieren. Ich weiß nur, dass kein Entwickler auf dieser Welt irgendwie faul ist oder so. Und das ist, ich keine Ahnung, ich finde, das ist so eine, gerade bei einer Sache wie Pokémon kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da Leute hingehen und arbeiten, die halt wirklich überhaupt keinen Bock auf die Spiele haben. Aber wenn du diesen kompletten Workload hast, diese kompletten Pokémon, die geupdatet werden müssen, klar, das ist ein Problem, was an sich natürlich selbst kreiert wurde, entstanden ist, aber wo Leute auch eine Erwartungshaltung haben. Weil wenn ich dann sehe, dass dann beim Pokémon Schwert und Schild die Anzahl gekürzt wurde, das ist den Leuten dann auch nicht wieder gut genug. Also irgendwo müssen Abstriche gemacht werden, und es geht einfach nicht. Also es müsste sich dann die Zeit genommen werden, aber wahrscheinlich kriegt man die Zeit nicht, weil irgendwelche Deadlines vorgegeben werden, um zu gucken, ah, okay, wir müssen jetzt aber wieder, wir haben jetzt schon Anime und Plüschtiere und sonst was in der Produktion. Da müsste dann die Kritik irgendwie hin. Und es ist ein Problem, was sich nicht so einfach ändern lässt. Und dann zu sagen, werft einfach mehr Geld drauf. Auch da ist es so, einfach mehr Leute auf die Sache zu werfen. Wenn die grundlegenden Arbeitsstrukturen und Abläufe, also ich weiß nicht, jede Person, die mal in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat und weiß, wie verfestigt solche Sachen sein können und wie schwer es ist, da Änderungen zu bewirken, selbst wenn man haufenweise neues Personal und Zeit und Geld und sonst was da irgendwie drauf wirft, wo auch dann später Probleme hinzukommen, dass wenn man schon Zeit irgendwie investiert hat, ne, dass es dann so Sunken Cost Fallacy irgendwann entsteht und dann immer weiter an Dingen arbeitet, obwohl man eigentlich sagen müsste, okay, jetzt kapselt das Ganze irgendwie ab. Und das finde ich ist eine, ehrlich gesagt, eine viel interessantere und wichtigere Auseinandersetzung, weil es halt auch so auf die komplette Industrie auszuweiten ist und wie wir eigentlich generell so ein bisschen auch das Ganze besprechen, und wenn Titel irgendwie versagen oder Probleme entstehen, dass wir bitte nicht ankommen und dann irgendwie sagen sofort, die Entwickler wollen das irgendwie nicht oder sie seien faul oder sie könnten es irgendwie nicht. Das, ich weiß nicht, ich finde das total kontraproduktiv, kommt wahrscheinlich nicht dem Ursprung zur Sache und richtet sich garantiert, wenn es irgendwo Fehler gibt, an die falschen Leute. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass man das Produkt als solches nicht kritisieren darf. Das ist vollkommen legitim. So, als Firma bringen sie immer noch die Spiele so raus. Und wenn da Probleme herrschen, dann ist das vollkommen fair, diese Probleme zu kritisieren. Ich glaube, die meisten Leute sehen natürlich dann trotzdem ein, dass Pokémon zu groß ist, um irgendwie
kaputt zu gehen, weil, also, wenn bei dem ganzen Aufschrei von Schwert und Schild sich das Spiel innerhalb von einem Jahr immer noch über 20 Millionen Mal verkauft, dann wird wahrscheinlich nichts wirklich das Ganze so richtig aufhalten. Aber die Kritik ist natürlich trotzdem relevant und wichtig. Ich finde es nur immer so ein bisschen schade, dass es sich hauptsächlich auch auf die Grafik fokussiert irgendwie so sehr, was ich, keine Ahnung, für mich ist es halt immer so das Einfachste, wo man irgendwie drauf gehen kann. Aber es ist natürlich trotzdem vollkommen legitim und das Gameplay anhand von ein paar Trailer zu bewerten, ist natürlich auch schwerer. Aber es wirkt für mich immer wie so ein sehr einfaches Gebäsche, wo jeder reinsteigt, weil es Spaß macht, weil es irgendwie so gefühlt so ein riesiger Konglomerat ist und die einem nicht zuhören wollen. Und dann wirken die Leute bei Game Freak noch irgendwie arrogant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht Leute in der Führungsposition gibt, die bestimmte Dinge nicht ändern wollen. Das wäre in einer japanischen Firma sicherlich nicht das erste Mal gewesen, aber dann sollte man vielleicht seine Kritik an die Leute richten und auch nur, wenn man es irgendwie weiß oder dann so auf die Art und Weise eben vage zu formulieren, anstatt halt irgendwie direkt Entwickler anzugreifen. Also das finde ich, ist nicht ein Umgang, den wir irgendwie handhaben sollten, und ich finde, das macht auch einen schlechten Eindruck von der kompletten Community an sich dann irgendwie, oder? Also meint ihr nicht, dass so ein Verhalten dann irgendwie negativ reflektiert? Also gerade, ich habe das ja auf Twitter so einfach schon ein bisschen, um das anzustacheln, in den Raum geworfen, dass wir auf der einen Seite oftmals darüber reden, so hey, wir wollen lieber Spiele haben, die ein bisschen, ne, die ein bisschen schlechter aussehen, die vielleicht nicht so viel Content haben und dann trotzdem gleich so viel kosten, einfach so als an, ne, es geht halt hauptsächlich darum, dass die Mitarbeiter gut behandelt werden. So, es ist nicht, kein Spiel ist es wert, dass die Mitarbeiter von einer Firma scheiße behandelt werden, dass sie in einen ewigen Crunch müssen, nur um irgendwelche Sachen zu erfüllen oder das Missmanagement auszubügeln, damit dann die Leute am Ende irgendwie angegriffen werden von einem Online-Mob. Und das dann irgendwie, nachdem wir das gerade erst bei Cyberpunk oder so hatten, dann jetzt bei Pokémon auf einmal, dass wieder irgendwie Entwickler oder Game Freak so angegriffen, also ne, anstatt irgendwie die Führungsebene oder sonst was, dass dann hauptsächlich irgendwie oder oftmals Entwickler angegriffen werden, keine Ahnung. Das wirkt dann als mich so, ja, ich habe es jetzt bei dem einen Ding irgendwie gelernt, aber das Pokémon, das ist für mich halt wirklich wichtig und deswegen kann ich jetzt darauf rumhacken. Schreibt mir gerne rein, wie ihr das seht. Ich finde, das ist jetzt das falsche, vielleicht nicht das beste Video, um meine Sachen zu pluggen. Aber falls ihr mal so wissen wollt, wo ich überhaupt mit der Pokémon-Reihe stehe, ich habe bei Patreon, patreon.com/backobst, hatte ich mal vor ein paar Monaten, glaube ich, einen Beitrag gemacht, wo ich so auf meine komplette Erfahrung mit der Reihe eingehe, weil ich eben damals zum Launch, ne, als es hier Ende der 90er gestartet ist, war ich mit 8-9 Jahren in dem perfekten Zeitalter, um das sofort mitzunehmen, und nach den ersten beiden Generationen ist das dann halt komplett abgeflacht und deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so emotional mit dabei und deswegen wirkt das manchmal auf mich auch sehr, sehr obsessiv irgendwie so ein bisschen. Aber ja, würde mich trotzdem interessieren, was ihr meint, nur nochmal zusammengefasst, ohne die kompletten Strukturen zu wissen, wie sie funktionieren, wer die Deadlines vorgibt. Ich konnte dazu nichts finden. Falls ihr da was habt, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Ohne das wirklich zu wissen, ist es sehr schwer, die Kritik an bestimmte Leute zu richten, außer jetzt an den Konzern als Gesamtkonstrukt. Und konzentriert euch, wenn Kritik ausgeübt wird, lieber auf das Produkt bevor und greift nicht irgendwie die Leute an, die daran gearbeitet haben, weil ich meine, in dem Fall werden wahrscheinlich die wenigsten japanischen Mitarbeiter irgendwie Englisches, Deutsches oder sonst was, Twitter, YouTube oder so gucken. Aber Leute, könnt ihr euch wirklich vorstellen, ihr arbeitet in dieser Content-Mine und produziert ohne Ende irgendwelche Pokémon-Assets und sonst was und ihr kommt einfach nicht hinterher, weil es so eine riesen Aufgabe ist und ihr die Tools oder sonstigen Abläufe wurden vielleicht nicht erneuert, weil auch, wie gesagt, keine Zeit dafür da ist oder keine Zeit dafür geschaffen wird und ihr arbeitet euch komplett tot und dann sitzen irgendwelche Leute da und einen Trailer droppt und sagen, den ihr wahrscheinlich nicht mehr geschnitten habt, und schreiben dann, oh mein Gott, was ist denn mit denen los? Die haben doch keinen, die strengen sich ja nicht mal an, die wollen sich ja gar nicht verbessern, keine Ahnung. Würde ich mich, glaube ich, ziemlich kacke fühlen. I don't know. Vielleicht mal drüber nachdenken. Aber das wäre es auf jeden Fall von mir. Und ich hoffe, ihr habt dennoch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.